Egal ob aus 7 Metern, nach hohem Anspiel von links oder nach Pass von rechts. Filip Klischik ließ es im Tor der Gastgeber zu Beginn ordentlich krachen und sorgte für besorgte Mienen beim Beckdorfer Publikum. Doch wohl dem, der einen Stefan Völkers in den Reihen hat. Der 33-jährige Rückraumspezialist hatte in den ersten 30 Minuten meist die richtige Antwort parat und zeigte Klischik und Co., wer in Beckdorf der Torschütze vom Dienst ist. Die Jungs von Stralsund haben gekämpft bis zum Umfallen und das muss ich meinen hoch anrechnen, die auch in keiner Minute nachgelassen haben. Wir sind weiter unser Tempo gegangen. Wir hatten Probleme am Anfang mit ihrem Neuzugang, dem Achter. Entweder hat er das Tor gemacht oder seine beiden starken Kreisläufer in Szene gesetzt, sodass auch für uns mal die Manndeckung die letzte Lösung war. Philipp ist ein ganz erfahrener Mann, das sieht man, dass der uns im Spiel da irgendwo Rückgrat gibt. Ne? Aber wir trainieren eben auch noch nicht so lange zusammen, das heißt, es muss noch wachsen. Wir müssen jetzt unbedingt Punkte holen, ganz einfach. Denn die Punkte blieben auch an diesem Abend in Beckdorf. Gegen das schnelle Kombinationsspiel der Hausherren fehlten den Gästen im Laufe der ersten Halbzeit die Mittel. Mit 18 zu 14 ging es in die Pause. Der zweite Durchgang begann so, wie der erste endete. Mit einem Klasse-Tor von Henning Scholz. Doch anstatt im Anschluss die Partie ruhig über die Zeit zu bringen, spielte Beckdorf in vielen Situationen zu überhastet und ließ die Gäste noch einmal ins Spiel kommen. Doch als kurzfristig die Begegnung zu kippen drohte, gaben die Beckdorfer Torhüter mit zwei gehaltenen 7 Metern die passende Antwort. Mit der Deckungsleistung kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben wieder 35 Tore drin. Uns fehlt hin und wieder eben der letzte Schritt, um das Ding wirklich klar zu machen. Und wir haben es nie geschafft, wirklich mal den Sack zuzumachen, schon vorzeitig, um so eine Mannschaft eben auch mal klein zu halten. Und das ist das, was mir heute noch gefehlt hat. Zu einem 38 zu 35 reichte es am Ende trotzdem. Beste Schützen auf Seiten der Gastgeber waren Henning Scholz mit 10 und Maris Versakovs mit 8 Toren. Ja, wir haben nie gerechnet, dass wir waren schon eigentlich vorbereitet auf einen Kampf heute. Und das war wirklich bis zum Ende sehr großer Kampf und die Jungs hat nicht aufgegeben und am Ende ein Sieg, 2 Punkte. Und wie gesagt, das war heute viel Kraft gekostet, weil die Mannschaft steht unten und die kämpft jetzt um jeden Punkt. Und wir wussten das und große Komplimente an die Mannschaft, dass so die Jungs haben gekämpft heute. Durch den Sieg sprang Beckdorf in der Liga auf den 6. Platz. Der Stralsunder HV tauschte mit Usedom und ist nun Tabellenletzter.